Heute habe ich Kegeln mit Plastikflaschen für euch vorbereitet. Dafür braucht ihr 6 Plastikflaschen und einen kleinen Ball. Die Flaschen habe ich in einem Dreieck aufgestellt. Das heißt, erst eine, dann zwei und dann drei Flaschen. Als Ball habe ich einen kleinen Gummiball. Aber es eignet sich natürlich auch jeder andere kleine Ball, wie zum Beispiel ein Tennisball. Und dann kann es auch schon losgehen. Ihr stellt euch auf und kegelt. Das Spiel eignet sich natürlich am besten in einem Turnier mit euren Geschwistern oder Eltern zu spielen. Viel Spaß beim Nachmachen und bis zum nächsten Mal.